Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute haben wir ein bisschen was zu tun, höchstwahrscheinlich sind sehr viele tot, höchstwahrscheinlich warten vielleicht sogar noch viele vor der Tür und eventuell können wir, glaube ich, sogar eine Lunchbox öffnen. Sind wir nicht bei Tag 7? Oder sind wir erst bei 6? Wenn wir bei 6 sind, dann können wir morgen erst eine Lunchbox öffnen. Wir werden es aber gleich sehen. Jeden Moment. Ja, die Ladezeiten werden immer länger, ich weiß. Vielleicht soll ich das nächste Mal warten, wenn wir schon mal in der Vault sind. Ich glaube, das wäre die bessere Idee. Ja, ich höre den Sound. Perfekt. So, wir haben natürlich... Oh, eine Quest erledigt. Ja, wir sind bei Tag 6. Schade, dann nicht. Wir haben sehr viele Level-Ups. Unser neuer Auftrag besagt, lösche 22 Waldfeuer, halte 15 Unfälle auf und bringe... Was stand da? Ich habe keine Ahnung. Weise 14 Bewohner in den richtigen Raum zu. Okay. Das wird höchstwahrscheinlich nicht so einfach. Ja, das ist so laut. Warte, kleinen Moment. Machen wir den Ton nochmal ein bisschen leiser und ich mache den Ton kurz aus. Nur für diesen einen kleinen Augenblick. Eieiei. Ah, toll, und da greifen schon Raider an. Naja, egal, wir haben ja was zu tun, solange die Raider angreifen. Soll uns ja nicht stören, ne? Allein schon das gibt krass viel Kronkorken. Boah. Naja, gut. Eine neue Person kommt dazu. Ralph Turner, den werden wir auch benennen. Ich habe natürlich die Liste nicht aufgeschlagen, ne? Und das Fenster öffnet sich hinter... Hinter meinem Fenster. Gut, da komme ich jetzt nicht ran. Benennen wir den morgen wieder. Ich komme jetzt gerade an die Liste nicht ran. Aber vier Mädels greifen uns an. Die Mädels sind stärker als die Jungs, ne? Seltsamerweise. Und ich muss, glaube ich, kurz niesen. So, alles kein Problem. Ton mache ich auch wieder an. Alter, ist das laut, ne? Ich glaube, so müsste das in Ordnung sein. So, die Mädels sind tot. Wir werden unsere Jungs auf jeden Fall noch mal kurz heilen. Für den Fall der Fälle, dass gleich Todeskrallen angreifen. Und das war auf jeden Fall schon mal ein Unfall. Aber das mit dem Bewohner zu weisen, das finde ich immer recht kacke. Deswegen werden wir das morgen einfach verwerfen. Weil ganz ehrlich, wir haben so viele Leute hier. Naja, wird das alles komplett durcheinander gekommen. Aber gut, egal. So, wir haben draußen ein paar Leute, die warten. Wir haben noch eine Menge Kohle, die wir einsetzen können. Und die werden wir... Wir werden erstmal gucken. Wulsch, wir haben ja diese Stromprobleme, ne? Genau, wer bist du? Na, dich kenne ich doch. Daniel Seiler, genau. Daniel Seiler ist ja noch unten, hat aber Stärke nicht voll. Das werden wir ändern, wenn diese Jungs hier fertig sind. Aber wir gucken erstmal nach, wer denn alles tot ist. Ein Euro ist tot. Hat natürlich nicht viel gefunden, obwohl schon ein Sniper, also Respekt an ihn. Komm mal zurück, mein Freund. 18 Leute sind draußen. Lions Pride hat ein bisschen was gefunden. Oh. Nicht schlecht, Lions Pride, du machst mich immer wieder stolz. Chuck Norris läuft seit zwei Tagen und drei Stunden. Ist aber so gut wie klinisch tot, weil er keine Stimpacks mehr. Ich würde sagen, dass wir rechtzeitig nachgeguckt und dann gehen wir mal weiter. LOL, Bobmeister ist natürlich tot. Er war noch nicht so wirklich gut ausgereift. Tod ist tot. Ach verdammt, haben wir sie wiederbelebt, ne? Aber sie hat diesmal hat sie nichts Großartiges gefunden. Ich meine, ein paar blaue Sachen, klar, aber ganz ehrlich, sie läuft weiter und stirbt nochmal. Fertig ist. Justin Walter. Wie viel Leben hast du noch, Justin Walter? Anscheinend nicht sehr viel. Ich befürchte, der war kurz vorm Krepieren. Das ist denn nicht Glück. Also mehr Glück kann man nicht haben, oder? Gut, da haben wir Geld gespart. Sehr schön. Julian läuft noch. Alter, ihr Pride läuft auch noch. Dem geht's auch noch ganz gut. Tevin Tyrone läuft noch. Hat aber nichts Großartiges gefunden. Schade. Er ist eigentlich mein Hoffnungsschimmer. Aber gut. Hiromoto Kalurak. Ah, schade. Selbstmordattentäter, komm mal zurück. Du warst sowieso noch nicht Level 50. Marty McFly läuft auch noch ein bisschen. Sean Krishna, kommst mal zurück. Crazy Artie läuft noch. Noah Herz ja sowieso, die läuft bestimmt noch einen Tag durch. Mindestens, gut, das war's erstmal mit den Leuten. Dann guck mal, wo wir unsere Kronkorken als nächstes investieren.
wenn wir sie denn sofort investieren wollen. Den Generator werden wir sowieso früher oder später abreißen, ne? Wir sollten erstmal diesen Raum irgendwie versuchen zu perfektionieren. Weil die haben ja alle schon diese robuste Gefechtsrüstung. Haben wir nicht was Besseres als diese robuste Gefechtsrüstung? Was mehr Stärke gibt. Stärke 5 am besten. Ich glaube, da hatten wir ein bisschen was, ne? Stärke 5 Offiziersbekleidung. Haben wir noch mehr? Das würde das Ganze nämlich ein bisschen verringern, die Zeit, die wir brauchen. Und die sind auch noch nicht komplett ausgebildet mit Stärke, ne? Das sollten wir definitiv nochmal nachholen. Einfach nur zur Sicherheit. Gut, wir haben hier noch ein Stärke 4 mit Sportfan-Outfit. Du hast wahrscheinlich schon einen sehr guten. Ah, Stärke 2, ne? Das ist jetzt nicht wirklich genial. Ah, Stärke 3 haben wir ansonsten noch, ne? Ja, und meine Power-Rüstung, aber die gebe ich jetzt ungern weg. Die gehört mir. Stattdessen trägst du, meine Liebe, dann eine robuste Gefechtsrüstung. Und die anderen tragen das sowieso, ne? Wieso du das hier trägst, das weiß ich nicht. Wäre schön, wenn du was Besseres trägst. Stärke 3, robuste Gefechtsrüstung. Da. Und dann geben wir dem hier auch nochmal so eine robuste Gefechtsrüstung, falls wir noch eine haben. Sollten wir aber eigentlich haben, ne? Oder auch nicht. Oder war die weiter unten? Ne, wir haben keine mehr. Gut, dumm gelaufen. Na gut, dann zieh erstmal nichts an, bis wir neue Sachen kriegen. Wir sollten heute, glaube ich, mal die Leute ein bisschen versuchen einzukleiden, besser einzukleiden. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wir fangen mal an. Das sind ja die ganzen Ödländer, ne? Oh, weißt, wenn man so viel zu tun hat, weiß man nicht, wo man anfangen soll. Das ist das Problem. Und du bist bestimmt im Opferraum, ne? Naja, gucken wir erstmal, was passiert, wenn Todeskrallen da ankommen sollten. Das letzte Mal sind sie ja nicht angekommen, weil sie verbuggt waren. Wir haben gar nicht mal so viele Räume, die wirklich gestaltet werden müssen. Wenn wir natürlich bessere Intelligenzkleidung hätten, wäre das natürlich extrem geil. Aber haben wir auch nicht. Wir müssten auch mal ein bisschen aussortieren, was wir nicht brauchen, was wir brauchen. Also die ganzen plus 2, plus 2, plus 2 kann eigentlich alles weg. Vor allem diese ganzen Sachen hier können auch weg. So, das kommt erstmal weg, das kommt weg. Robuste Lederrüstung ist jetzt nicht so wild, ne? Wobei, das könnten die ein oder anderen Ödländer tragen. Charisma. Ältestenrobe ist schon fett, ne? Handwerker-Outfit kann weg. Greaser-Outfit kann auch weg. Den brauchen wir nicht. Anwärterrobe brauchen wir auch nicht. Das sowieso nicht. Uniform des Überlebenskünstlers, das ist jetzt auch nicht so wild. Das gibt uns plus 4. Das können wir gebrauchen. Robuste Raider-Rüstung. Weißt du was? Die werden wir sowieso nicht einsetzen, glaube ich, ne? Ah, komm. Weg mit dir. Was bist du? E4. Das können wir gebrauchen. Horror-Fan-Outfit. Bibliothekars-Outfit brauchen wir auch. Intelligenz 4. Für die Frauen. Haben wir Frauen bei der Intelligenz-Bestienmaschine da? Ich glaube schon. Verbesserte Strahlenschutzanzug kann weg. Das kann auch weg. Ups, das sollten wir behalten. Jetzt habe ich davon einen verkauft. Shit. Hauptsache, ich verkaufe die Power-Rüstung nicht. Dann ist alles gut. Ödlands-Outfit brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Ödland-Arzt meine ich. Robuste World-Anzug, den kann man gebrauchen. Komiker-Outfit brauchen wir auch nicht. Genauso wie die Adels-Outfit brauchen wir nicht. Den behalten wir mal. Die kann auch weg, ne? Sci-Fi-Fan kann auch weg. Bürgermeister-Fan-Outfit brauchen wir auch nur ein. Für mich. Chirurgen-Outfit brauchen wir auch nicht. Ritterrüstung auch nicht. Es gibt alles krass viel Kronkorken. Offiziersrüstung, Charisma. Naja, brauchen wir auch nicht, ne? So, Gelehrtenrobe, Charisma. Brauchen wir nicht. Techniker brauchen wir auch nicht. Weil wir sortieren jetzt richtig aus. Alter Schwede, Charisma 4 kann man gebrauchen. Wrestler-Outfit kann weg. So, aussortiert. Jetzt haben wir knapp 130 mehr Platz. Und schon wieder bei mir. Aber ich habe einen Fatman. Pass auf, gleich schieße ich. Bams!
Normalerweise sagt man ja, Kakerlaken überleben atomare Sprengstoffe, aber wir haben es gerade bewiesen, dass sie es nicht tun. Hatte ich hier nicht Mr. Gutzi eingeteilt? Oder Mr. Handy, besser gesagt? Ich glaube schon, ne? Wo ist der Teen? Ist er tot? Kann das sein, dass er tot ist? Ich weiß ja nicht. Naja, Charisma. Wir haben gute Charisma-Outfits bekommen, ne? Charisma, Charisma. Jetzt müssen wir wenigstens nicht so viel rumwühlen. Da, Ältestenrobe. Robe der Republik kannst du behalten. Du kriegst... Ach, du hast einen neckischen Schlafanzug, ne? Ach, shit. Neckischer Schlafanzug. Und du hast auch geistlichen Robo. Die ist auch nicht schlecht, ne? Wir brauchen mehr Charisma-Leute. Wo sind die ganzen Charisma-Leute denn? Habe ich die echt alle getötet? Colonel Otto, mach Maximalstufe erreicht. Na gut, dann trainier du mal weiter. Wie wär's mit den Dingens? Ist da noch was frei? Nee, da ist nichts frei. Was könntest du noch gebrauchen? Stärke, P und E. Stärke haben wir ja voll. P kannst du machen, ne? P kannst du machen. Da bist du gut aufgehoben. So, Charisma. Wir haben keine Charisma-Leute mehr. Wobei John Shaw ist ja theoretisch quasi schon tot. Die brauchen wir nicht. John Shaw, du bist tot. So, wir sollten sie vorher umbenennen, ne? So, langsam kriegen wir es hin, die Frauen zu reduzieren. Tot. So, dann haben wir immer ein bisschen mehr Platz für euch, bis halt gar nichts mehr geht. Irgendwann wird das natürlich der Fall sein. Kann man nichts kleiner dran ändern. Speckles, mein Freund, du willst bestimmt raus, du bist Stufe 2. Und du bist eigentlich schon ganz gut ausgebildet. So, 25, 10. Wir können ja schon mal ein bisschen Geld sammeln, so ist es nicht. Sobald wir die Möglichkeit haben, dann später. Rexus, mein Freund, du solltest ja eigentlich Ödländer werden, ne? Bitteschön. Kannst auch direkt mal wieder rausgehen, um die 50 zu erreichen. Du bist noch gar nicht richtig geil, ne? Und du hast eine selten dämliche Waffe. Und du kriegst auf jeden Fall ein Horror-Fan-Outfit von mir. Ah, heilen tue ich dich jetzt mal nicht. Das brauchst du gar nicht. Komm. Scheiß drauf. So. 25 und noch. Kriegst du 11 dafür, dass du so verstrahlt bist. Sehr gut. Geht voran. Oh, der nächste. Linda Owens. Linda Owens, du bist tot. L-tot. Das passt schon. L-tot. Oh. Ja, gut. Können wir mal gucken, ob der Raum endlich funktioniert. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, sie wird es überleben. Auch wenn sie keine Waffen und so hat. Weißt du, die Tür geht auf und die Todeskrallen kommen einfach nicht rein. Naja, egal. Wir beobachten das Ganze mal. Bin mal gespannt. Du hast hier schon was Gutes an, ne? Ja, einigermaßen. So, rumzulaufen, wehrt euch. Sie haben sich nicht mal gewehrt. Du bekommst so ziemlich aufs Maul, Jason. Genauso ist Bomi. Aber sie überleben schon ein bisschen besser, das muss man schon sagen. Jetzt weiß ich nicht, wer hier tot ist. Und wer nicht. Oh, Z-Lord. Da, Scream kriegt auch nochmal einen. Jetzt kriegst du auch nochmal einen. Wir verbrauchen so viele Stimpacks für die Viecher, ne? Da, sie hat's einfach überlebt. Sie hat's einfach überlebt. Ah, es hat keinen Sinn mit der. Ach, da steht noch ein Todeskralle in der Tür, nicht? Todeskralle hat mich verarscht. Stand da eigentlich noch. Na gut, trainiert mal weiter. Früher oder später werden sie es schaffen, ohne dass eine Todeskralle durchkommt, denke ich mal. Tschüss. Die wird schnell sterben, weil sie kaum Leben hat. Das passt schon. Vielleicht können wir sie schon einsammeln. Eine Stunde, 5 Minuten, das kriegen wir nicht mehr hin. Na gut. Da steht ja meine Jarina. Wir werden früher oder später auch die Mädels hier töten. Ja, die nicht. Ja, die auch nicht. Die auch nicht.
Sich auch nicht. Daniele wird sterben. So, dann haben wir hier Timo, bleibt ja auch am Leben, Bonnie und Jacob. Okay, dann haben wir hier nur eine Tote. Das ist gut, dann müssen wir nur eine ersetzen. Hier steht Helene Schweiß. Die bleibt ja erhalten. Letizia. Jane Harris. Sie wird früher oder später sterben. Deswegen brauchen wir Intelligenzbestien definitiv. Eiergärken, Johnny Banana, Blank und Judith Haar. Judith Haar ist auch eine Abonnentin. Das weiß ich. Gut, hier haben wir... Ach, das ist Axel Schweiß. Dann bist du ja jemand anderes hier oben. Das ist Helene Schweiß. Ah, ich habe mich nur an den Namen Schweiß erinnert. Okay, leer. Passt schon. Gut, dann brauchen wir doch noch ein paar mehr. So, dann bleibt Axel Schweiß auf jeden Fall da. Mary Joanna bleibt da. Und Karen Frost muss früher oder später sterben. Leer. So, sobald wir das alles halt verringert haben, können wir später dann wieder ein paar Kinder zeugen, dass das eine größere Welle an Abonnenten hinterherkommt. Das habe ich mir so gedacht. Nancy Johann bleibt. Du bleibst auch wenn ich den Namen nicht aussprechen kann. So, wen haben wir hier noch? Mrs. Eclipse bleibt natürlich da. Die heißt schon Lea. Doris, eine ganz, ganz alte Person hier. Die ist schon so alt, dass sie bald an Altersschwäche stirbt. Melvin haben wir hier. Olle Gurke bleibt und Soon bleibt. Ja, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich bin voll OP. Ja, so viele Frauen haben wir gar nicht mehr, die weg müssen, ne? Haben wir hier noch welche? Ne, hier sind ja fast nur Männer drin, ne? Ja, sind nur Männer drin. Auch wenn hier der ein oder andere noch fehlt. Aber ich glaube, dann haben wir soweit alle Frauen schon beseitigt. Not bad, not bad. Oder steht hier noch jemand rum, der unbedingt weg muss? Ne, hier ist alles sonst voller Männer. Dr. Nick, Rayol. Ja, sauber. Coke Zero ist hier noch. Bin ich glücklich drüber, dass alle soweit da sind. Wir sollten ab und zu mal jemanden reinholen, wie zum Beispiel Eclipse, der ganz viele tolle Sachen hat. Das bleibt auf jeden Fall. Was bist du? Schrotflinte kann weg. Sniper bleibt mal. Oh, so viele Sachen. Eclipse. Und 8000 Kronkorken. Oh, ich wette, wir kriegen richtig viele Kronkorken zusammen, bis wir wieder was bauen können. Weil derzeit können wir nichts bauen, weil wir ziemlich Stromprobleme haben. Deswegen können wir nichts weiter ausbilden. Ihr seht schon, die Stromanzeige steigt so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. El Tod. Ach, El Tod, meine Liebe, ja. Geh mal ganz kurz dahin. Zieh dich mal kurz aus. Wollen wir doch alle sehen. Und dann hau ab. So, dann haben wir hier Queen Bianca, die eigentlich wieder an die Arbeit sollte. Damit wir da keine Probleme mit Nahrung bekommen. Sammeln, so. Zurück an der Arbeit, Fräulein. Zack. Plus 10 da. Eine Person richtig zugewiesen. Mann, bin ich gut. Das Ding ist, wir brauchen ja ganz viele. Das heißt, die nächsten Einkömmlinge, die kommen, werden definitiv eingeteilt in die Intelligenzbestien oder Stärke. Weil über Stärke brauchen wir tatsächlich noch ein paar Leute, weil... Wobei, diese könnten wir eigentlich schon mal teilweise rüberschicken, ne? Kevin Deuf haben wir hier. Du kommst mal darüber. Haben wir da noch mehr Platz? Plus 4. So, das heißt, der geht schon mal rüber, der Daniel Seiler. Haben wir noch mehr Plus? Plus 2, sehr schön. Alles, was Plus bringt, ist gut. Können wir das Ding weiter ausbilden? Nein, ist schon maximal verbessert. Maximal verbessert, das ist das, wo ich sagen würde, okay, das kann man maximal verbessern, das ist ja gar kein Problem. Wir könnten theoretisch auch die Nuka-Cola-Fabriken verbessern, aber das brauchen wir derzeit noch nicht. 45.000, ey, könnten wir uns sogar leisten. Und wir hatten eine krass fette, ach, Lagerung, alter Schwede. Aber ich glaube, die Stromkosten wären so hoch. Weißt du was? YOLO! Dafür produzieren wir jetzt sehr viel. Aber es dauert 5 Minuten. Normalerweise dauert so eine Charge eine Minute. Aber jetzt haben wir 5 Minuten. Aber gut, hier ist ja auch kaum noch jemand drin, ne? Ist eigentlich nur noch Coke Zero drin.
Elili-Zero ist hier noch drin. Was ist mit dem Rest? Okay. Wir wissen schon mal, wo wir welche platzieren können. Wie zum Beispiel dich. Holen wir die Jungs erstmal rein. Was hast du mir da mitgebracht? Gelehrtenrobe brauchen wir nicht. Förmliche Kleidung brauchen wir. Schrostiges Sturmgewehr kann auch weg. Aber wir nehmen jetzt gar nicht mehr so viel an, ne? Also wir sind langsam so im Endgame drinne, wo wir sagen können, ey, komm, den Scheiß brauchen wir nicht. Weg damit. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Dann sind wir nicht so überfüllt mit irgendwelchen Sachen. Du, mein Freund, gehst dann mal darunter. Plus 10, ja, nicht schlecht. Holen wir nochmal Lion Sprite dazu. Wrestler-Outfit, ne? Ninja-Outfit. Oh, Ninja-Outfit kann man behalten. Robuste Kampfrüstung können wir auch noch abgeben. Das kann definitiv weg. Horror-Fan-Outfits sammle ich sehr gerne, weil die richtig gut sind. So. Oh, neckische Kleidung, sauber. Kommen unserem Ziel immer näher. Die perfekte World, Freunde, die perfekte World. Die leider bei den Kronkorken nichts rausbekommt. Das ist dumm. Naja, gehen wir da runter. Gut, 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 gut. Ich würde sagen, das läuft alles ziemlich nach Plan. Wir können noch mal ein paar Leute rausschicken. Hier haben wir Axon 21. Den sollten wir definitiv auch noch mal als Ödländer benennen. Plopp. Dann gehen wir raus, das hast du dir verdient. 25 und 10. Dann haben wir John Connor. Komiker Outfit braucht er ehrlich gesagt nicht. Wir geben ihm ein Horror-Fan-Outfit, damit kommt er viel, viel weiter. Ach, der ist noch gar nicht geheilt, ne? Dann haben wir hier Spirit. Spirit sieht ganz gut aus. Förmliche Kleidung kriegt er nicht. Er kriegt jetzt diese hier. Scheiß auf Glück. Wir brauchen kein Glück. Wir müssen lange laufen. Das ist schon wieder John Connor, ne? So, Spirit, mein Freund. Glück hat er sowieso voll, ganz ehrlich. Da braucht er nicht mehr. So. 25. Oh, 10. Was haben wir für euch hier noch? Du hast ja ein Adelsoutfit. Das ist scheiße. Nimm du doch mal lieber eine robuste Ödlandsausrüstung. So, ich musste noch mal kurz niesen. Ach, ich hab den Ton gar nicht angemacht, ne? Sorry. Die ganze Zeit keinen Ton gehabt. Es tut mir wirklich leid. Hab ich wohl verplant. Horror-Fan-Outfit ist gut. Silord, ich weiß, du wolltest diese robuste Söldner-Ausrüstung, aber du kriegst jetzt was anderes, weil die ist echt nicht wirklich gut. Du bekommst von mir... Sportfan wäre möglich. T45D wäre auch eine Möglichkeit, ne? Weißt du was, die Lord? Dann nimm erstmal die Power-Rüstung hier. So, Wrestler-Outfit ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Wir müssen dir was anderes geben. Irgendwas, was dir mehr hilft. Ich meine, Glück alleine würde dir gegen die Todeskrallen wahrscheinlich nicht helfen. Du kriegst ein Sportfan-Outfit. Ich glaube, damit bist du noch ein bisschen stärker dran und kannst die Todeskrallen wegklatschen ohne Ende. Das brauchen wir schlussendlich. So, dann kriegen diese Leute auf jeden Fall nochmal eine bessere Kleidung. Was hast du? War ja klar. Wir gehen mal ganz nach unten. Verbesserter World Outfit. Was hast du? Du hast auch den billigen, ne? Kriegst auch nochmal den verbesserten. Haben wir noch mehr? Wir haben keine mehr. Schade. Haben wir sonst noch irgendwas, was uns sehr viel A gibt? Ninja Outfit. Haben wir noch mehr Ninja-Outfits? Wir haben noch mehr Ninja-Outfits. Du hast ja schon ein Ninja-Outfit. Dann gehen wir mal hier runter. Ninja-Outfit ist wahrscheinlich nur für Männer. Das heißt, wenn wir eine Frau hier haben, kriegt sie auf jeden Fall keinen. Gut, das war's damit. Dann gehen wir hier nochmal kurz rein und verkaufen. Was zum Teufel? Wo kommst du her? Wir kriegen keine billigen Waffen mehr hier rein. Wir haben doch noch einen verbesserten Overall, hä? Bin ich blöd? So, der ganze Scheiß kann hier weg, ganz ehrlich. Braucht doch keine Sau. Soldatenuniform. Schlafanzug. Sehr schön. Gut. Da verbessert er für dich. Gut, das war's. Mehr verbessert haben wir nicht. Wahrscheinlich haben wir gerade jemanden eine verbesserte weggenommen. Daran wird es liegen, dass wir wieder eine hatten.
So, wir haben nochmal Charisma-Outfit. Ich glaube aber, Charisma haben wir soweit durch. Haben wir jemand Neues bei Charisma eingeteilt? Björn Zero. Ich würde ja gerne lieber Frauen haben bei Charisma, ne? Muss ich dazu sagen. Björn Zero. Es wäre eigentlich besser, wenn du eh trainierst. Weil du ja mit den anderen Familienmitgliedern in die Luca-Cola-Fabrik kommst. Deswegen sollte Lili Zero auch eh trainieren. Ach, das hat sie schon. Dann solltest du aber auch andere Kleidung bekommen, meine Liebe. Irgendwas, was dir richtig fett eh gibt. Was wir natürlich gerade nicht haben, weil wir den Rest alles weggegeben haben. Ja, das ist natürlich blöd. Aber wir haben noch Bibliotheks-Outfits, ne? Für Frauen. Bam. So, dann kriegst du auf jeden Fall schon mal sexy Kleidung. Ah, die Brille steht hier, ne? Ach, jeder von denen trägt eine Brille bei denen auch. Sexy Bibliothek-Outfit. Haben wir noch mehr Frauen hier? Okay, es ist nur ein Raid-Angriff. Alles ist gut. Hui. Ach, diesmal sind sie gemischt. Frauen und Männer zusammen. Wieso nicht? Das ist ein Unfall mehr. Wir haben uns heute überhaupt gar nicht um Unfälle gekümmert, ne? Naja, halte 15 Unfälle auf. Wir kriegen gleich Ende dazu. Aber wir beenden noch gleich die Folge, nachdem die Jungs hier das Ganze hier beteiligt haben. Seid ihr gut drauf? Seid ihr gesund? Ihr seid gesund. Das ist gut. Wir müssen diese aber irgendwie auch nochmal zum Training verführen. Ich glaube, wir müssen die später, wenn die Spartans fertig sind, einmal kurz austauschen. Wobei, das können wir jetzt eigentlich schon machen, ne? Wenn wir mal gucken. Ja, obwohl, beide haben Stärke voll. Okay, beide haben Stärke voll. Das machen wir beim nächsten Trainingsraum. Dass, sobald einer fertig ist, wir mal kurz tauschen. Dass sie auch ein bisschen Training wenigstens abbekommen, ne? So. Und wie läuft's hier? Alles Max-Stufe erreicht, ja. Du brauchst sowieso noch ein bisschen Spomi. Noch ganze 6 Tage. Matto King braucht noch 3 Tage. Das heißt, nächste Woche bei unserem Stream könnten wir eventuell schon fast bei den 7 sein. Vielleicht eher auch erst am Sonntag oder Montag. Montag, ne? Nächsten Montag. Nächsten Montag haben wir Spomi voll und dann wechseln wir in den Raum. Ganz wichtig. Wir gucken nochmal kurz, ob jemand hier Maximalstufe erreicht hat, bevor wir beenden. Da, ich wusste es doch. Bobo Beutling. Bobo Beutling wollte nämlich alle Stats erstmal voll haben, soweit ich weiß. Deswegen wirst du weiter P trainieren. Da haben wir sowieso noch ein bisschen Platz. Ja, da haben wir Platz. Einmal noch. Okay, das heißt, ein L-Raum ist frei, aber derzeit brauchen wir keinen L-Raum. Gut. Irgendwas sonst noch fertig? Ihr seid alle gut drauf. Ihr seid alle gut drauf. Ihr braucht noch ein bisschen. Okay. Hier sieht's gut aus, da sieht's gut aus. Ups, sorry. Hier sieht's gut aus, da sieht's gut aus. Okay. Du brauchst noch 24 Minuten. Achso, er ist gerade dahin gekommen. Ah, kein Wunder. So, hier ist auch alles gut. Ne, Maximalstufe erreicht. Coke Zero. Eigentlich sollte Coke Zero ja auch eh trainieren, ne? Ich glaube, dann haben wir es soweit geschafft. Gut. Der Raum bleibt ja sowieso leer. Vielleicht tauschen wir den nochmal aus. Wer weiß. Für irgendwas anderes, was wir gebrauchen könnten. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sind heute ein Stück weitergekommen. Wir haben ein paar Frauen aussortiert. Wir haben die Kleidung mal sortiert. Jetzt haben wir nicht mehr so ein riesiges Lager voll. Wir haben zwar ein riesiges Lager, also sind wir nicht mehr so voll. Oder 27 von 170. Ich würde sagen, das wird für heute reichen. Wir sehen uns also morgen wieder zu einer neuen Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.